Einer meiner Fehler war, dass ich nicht schon vorab Gegenden erkundet habe und die, wenn sie geeignet sind, dann immer wieder mal analytisch betrachtet habe. Da hätte ich mir im Zweifelsfall sehr viel Zeit und Energie gespart. Das war das größte Problem, auf das man eigentlich theoretisch immer achtet. Das Wärmemanagement habe ich sträflich verletzt. Ich habe mir eine Unterkunft gesucht, die nicht trocken war. Nach 4 Tagen Regen war ich im Prinzip klamm. Einen trockenen Schlafplatz zu finden ist in der Stadt gar nicht so einfach. Die Uni macht ja auch um 22 Uhr zu, von daher gesehen ist es auch keine Möglichkeit, dort noch zu übernachten, ohne dass man Probleme bekommt. Werden Kleidung, Schlafsack etc. einmal feucht, so sind sie auch nachts nicht mehr wirklich isolierend und wärmend. Das kennt wohl jeder, der schon mal unterwegs war und Auto übernachtet hat.